In Silvias Arnoldos Klause ist die Welt noch in Ordnung. Unser Restaurant ist verbunden mit dem Hotelbetrieb. Wir stehen für traditionelle, gutbürgerliche, rheinische Küche. Wir legen Wert auf eigene Herstellung von frischen, natürlichen Produkten. So im Großen und Ganzen jedenfalls. Was ich schade finde, dass das keine frische Bernaise war. Wir haben mit frischer Bernaise hier schon Schiffbruch erlitten. Es ist so der erste Unmut. Das sitzt wie ein Stachel. Heute an Tag 4 geht es nach Düren. Die Konkurrenz hat gut vorgelegt, allen voran Stefans Männermetzger mit 33 Punkten, aktuell die Nummer 1. Knapp 40 Kilometer östlich von Aachen ist Mike denn auch schon wieder unterwegs zum nächsten Herausforderer. So, ihr Lieben, am vorletzten Tag geht's jetzt zu Silvia in die Arnoldus-Klause. Das ist hier im Stadtteil von Düren. Das Gebäude ist hier drüben, 130 Jahre alt. Jetzt schauen wir uns das mal an, lassen das mal kurz wirken. Ich, kleiner Dittmarscher Junge, sag, das ist Kegelbau, ne? Das ist vielleicht ein bisschen ländlicher, ein bisschen bodenständiger Hausmannskost, oder? So ein kleines Sauerfleisch, Bratkartoffeln, das fällt mir jetzt ein. Ich find's cool, hatten wir die Woche noch nicht. Also, schauen wir uns an, oder? Silvias Arnoldos Klause ist mit knapp 140 Lenzen das älteste Lokal am Ort. Die gelernte Finanzbuchhalterin hat die heiligen Hallen vor 10 Jahren gekauft. Unser Restaurant ist verbunden mit dem Hotelbetrieb. Wir stehen für traditionelle, gutbürgerliche, rheinische Küche, versuchen die Tradition zu erhalten. Och, das klingt gut. Und wie genau geht das? Wir legen Wert drauf, auf eigene Herstellung von frischen, natürlichen Produkten. Das ist unser Hauptaugenmerk. Also das hat eigentlich nichts mit Beruf zu tun, ist eher Berufung, weil es einfach Spaß macht, wenn man den Leuten Freude bereiten kann. Hoffentlich auch diesem adretten Herrn. Schauen wir schon mal auf die Speisekarte, oder? Es geht viel mit Schnitzeln, ein paar Steaks haben sie drauf, Holzfäller kenne ich, ne? Pasta auch, also ein bisschen von allem, ganz to go. Weniger ist mehr, ne? Also das ist ja mehr so ein Gasthof, Gasthaus. Da brauche ich nicht einen Italiener spielen, da brauche ich keinen Griechen spielen. Dann mache ich eine gute Schnitzelkarte, ein paar Holzfäller Steaks. Ich sage ja auch aus dem Bauch raus, die gehört ein bisschen ausgemistet, ne? Attacke. Ich bin schon ein bisschen nervös. So. Ah ja, Hotel. Hallo Mike, grüß dich, herzlich willkommen in unserem Haus. Ja, danke, danke. Ich freue mich auch. Das Gebäude hat ja ein bisschen Geschichte, oder? Das Haus hier gibt es jetzt seit ca. 140 Jahren, ist das älteste Gasthaus hier im Ort und wir sind jetzt seit 10 Jahren hier. Wenn da Bundeskegelbahn stehen würde, Gaststätte stehen würde, nicht Restaurant, ne, dann liege ich, glaube ich, nicht so verkehrt, oder? Nee, da liegst du ganz richtig. Okay. Das ist für mich eine Gaststätte, keine Raststätte, eine Gaststätte oder Gasthof. Dein Klientel ist der Einheimische hier in der Region. Der kommt auch ganz normal auf den Ja, hier Pilz. Aus dem Kreis Düren. Also teilweise kommen sie auch bis aus Aachen, aus Köln, die wegen der Küche kommen. Küche habe ich gerade gelesen. Von Pasta bis Hirsch über die Gans. Muss man so breit gefächert sich aufstellen? Wir haben sehr viele internationale Gäste, ja, über den Hotelbetrieb. Ich glaube, dass diese internationalen Gäste sich über so Ursprungsgerichte aus Deutschland in diesem Ambiente fast ein bisschen mehr freuen würden. Wie würdest du diesen Bereich jetzt einschätzen? Also Leder sehe ich hier. Oh, mit Stoffserviette. Hier ist der Gastraum, wo der Gast reinkommt, wo die in gemütlicher Runde sitzen. Mit den Ledersesseln an der Bar. Das ist so alt und neu gemischt, aber irgendwie so nicht ineinander verschmelzend, sondern aneinander gestellt. Der zweite Gastraum mit ebenfalls knapp 50 Sitzplätzen wirkt da schon etwas einheitlicher. Au, schau. Das ist jetzt noch mal eine Schippe drauf, ne? Finde ich, ja, oder? Ja, ja. Wenn ich à la carte essen gehe und meine Ruhe haben will, orientiere ich mich hier. Genau, wenn ich aber essen will und Kommunikation, sitze ich mehr in den schönen, gemütlichen Lounge. Genau. Ich hätte die Gaststätte vorne gelassen, so ein bisschen im urigen Style. Und dann hätte für mich dieser Raum ein bisschen als Restaurant viel mehr Sinn gehabt. Ich habe gehört, mit den Kindern, ein Sohn, eine Tochter. Das ist aber toll. Lars ist im Brauhaus groß geworden. Was uns jetzt sehr zugute kommt, weil er halt die traditionelle Küche kennt, gelernt hat und die dann jetzt hier noch ausbauen möchte. Dann stellen wir mal deinen Sohn vor. Ich ziehe mir noch eine Kochjacke an. Alles klar. Alles gut sortiert und sauber in Silvias 30 Quadratmeter Küche. Der Filius weiß offenbar, wie man Ordnung hält.
Mike. Ich bin der Lars. Freut mich. So, und du leitest die Küche? Mehr oder weniger, ja. Oh, junger Küchenchef, würde ich sagen, ne? Wie alt bist du? Ja, ich bin jetzt 23 Jahre alt. Er ist der Küchenchef, weil er der Einzige ist. Oder hat er noch eine Hilfe? Das ist ein Familienbetrieb mit Mama. Ich glaube nicht, dass er jetzt in der großen Brigade schon Küchenchef wäre. Hast du Koch gelernt und warst noch in 1, 2, 3 Betrieben mit 23? Kannst du noch nicht ganz so viele Betriebe besucht haben dann? Aber nein, ich habe ein paar Praktikas habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich auch eine Ausbildung gemacht, aber leider nicht zu Ende. Oh je, das hättest du mir gar nicht sagen müssen. Aber das gibt ja 10 Punkte für die Ehrlichkeit, Alter. Der hätte doch einfach mal nichts sagen müssen, ne? Aber schön, ne? Sehr sympathisch. Dann machst du die Prüfung irgendwann noch? Gell? Ja, ich mache auf jeden Fall eine Nachprüfung. Die steht nächstes Jahr im Winter an. Das ist bestimmt jemand, der Mama einfach zur Seite gesprungen ist, ne? Da leidet dann irgendwo vielleicht ein wenig die Ausbildung. Die Bandbreite, die du aber kochen musst, laut der Speisekarte, ist groß. Da musst du schon ein bisschen was drauf haben. Also, ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Na, passt. Bleib optimistisch. Ja, jetzt machen wir die Mama rausjagen, ne? Schauen wir mal, was der Junge so drauf hat, ne? Was gibt's denn? Rotkohl sehe ich. So, genau, also. Es gibt klassisch rheinische Rinderrouladen machen wir mit Rotkohl. Cool. Also eine geschmorte Roulade geht wohl immer. Da lasse ich ein Steak für liegen. Ich habe jetzt hier das Bürgermeisterstück geholt. Aha. Weil das mehr Muskelfleisch ist wie alles andere. Das ist ein bisschen was zarter. Ist denn das Bürgermeisterstück nicht sogar einen Ticken teurer wie die normale Oberschale? Es ist zwar einen Ticken teurer, aber ich finde es vom Geschmack her einfach besser. Das heißt dann, das ist Metzgerqualität, oder? Das kommt aus der Region? Ja, genau. Ich habe 6 Stück habe ich jetzt hier. Das hat ja so ein bisschen diese Haifischflosse. Ich hätte es vielleicht ein bisschen mehr geklopft, das ist ein bisschen breiter, sind einfacher zum Einwickeln. Das Bürgermeisterstück nennt man auch Pastorenstück oder Frauenschuh. Dieser Teil des Rinds gilt als besonders zart. Was ist das eigentlich für ein Senf? Der ist so orange. Das ist ein Paprika-Knoblauch-Senf. Bringt halt ein bisschen was eigene Würze noch mit. Der Senf ist übrigens gut. Speck ist drin. Du machst Gürkchen rein, oder? Jawohl. Klassischerweise kämen noch Zwiebeln dazu, aber auf die verzichtet Lars. Findest du die, oder? Ich habe dafür kleine Holzstäbchen. Das läuft, da läuft nichts aus. Das Wasser ist. Jetzt brät Lars die Rouladen scharf an, aber nur kurz für die Röstaromen. Das Ganze bekommt aber dann jetzt richtig Farbe, oder? Ich hab die dann für 1,5 Stunden auf 140 Grad im Ofen. Genug Zeit, um den Rotkohl in Angriff zu nehmen. Also das ist schon auch klassisch, dass man es einfach schön würzt. Auch das Kneten, das macht man, damit das schon ein bisschen weich wird, angebrochen ist, Salz, Zucker aufsaugen kann. Ich mariniere den sogar und lasse den wirklich mal so 24 Stunden stehen. Rotkohl gebe ich dir schon mal. Jawohl. Willst du irgendwelche Gewürze haben? Ja, Lorbeer, Nelke, Thymian. Aber zunächst mal schwitzt Lars den Rotkohl in Butter an. Wie schaut es mit den Gewürzen aus? Da habe ich ein kleines Metallbehältnis. Hol das mal, ich nenne das Gewürzei. Da kannst du alles an Gewürzen reingeben, musst nachher nichts einzeln raussuchen. Die Gefahr ist nicht, dass du auf irgendwie einzelne Nelken beißt. Macht Sinn. Mike darf schon mal im Gastraum Platz nehmen, während Lars seinen Rinderrouladen den letzten Schliff gibt. Zum Wohl. Zum Wohl. So. Jawohl. Bitte schön. Dankeschön. Das ist die Roulade, so wird die bei euch serviert. Genau. War so schickimicki aufgeschnitten. Eine Roulade aufschneiden brauche ich nicht, ne? Was ich sofort denke, einen schönen Teller hab hier. Ja. Ja. Aber am Ende zählt, was drauf ist. Die Rinderroulade gehört zu Mikes absoluten Lieblingsgerichten. Kann Lars Variante überzeugen? Stehen bleiben, ich bewege mich. Okay? Okay. Weißt du, worauf ich hinaus will? Die hätte eventuell noch ein bisschen was länger drin sein können. Die ist fest. Ja. Das Messer brauche ich nur zum Drücken, damit es auseinandergeht. Oder nur eine Gabel. Die Roulade ist einfach noch zu zäh. Und die muss er noch nachschieben. Rotkohl. Ganz bisschen angebraten. So ein bisschen, merkst du das? So ganz bisschen zu stark. Ja, das stimmt. Soße super. Könnte vielleicht weniger tomatenlastig sein, noch mehr Rotwein, ein bisschen dunkler. Okay. Aber das alles zusammen. Toller Geschmack. Das freut mich sehr. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Gastwirtschaft. Das gehört wieder nach vorne gekehrt. Das ist die Küche, die hierher gehört. Super. Ein Bussi. Danke dir. Mach die Prüfung. Auf jeden Fall. Alles klar. Ich würde ehrlich sagen,
dass wir die Karte ein bisschen was kleiner machen. War schon sehr hilfreich und das ist auch eigentlich unser Ziel. Ne? Also ich bin mächtig stolz auf sie. Und Mikes Fazit? Das Gasthaus ist genauso wichtig wie das Sternelokal. Es braucht gar nicht 70 Positionen in der Speisekarte. Ich bleib dabei. Spaghetti Vongole sollen die Italiener machen, okay? Die Roulade bringt er noch hin. Das mit dem Rotkohl passiert nachher nicht mehr, das weiß ich. Und mit diesen alten deutschen Gerichten sollen sie punkten. Und dann sind die voll im Spiel. Daumen.